Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Flughafen CEO. Ja, wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen schwer getan, um hier voranzukommen. Das Problem war, dass wir bei dem Rollfeld, das war zwar hier auf der Landebahn, aber das musste für jeden Punkt auch auf dem... Ja, es zeichnet halt genau die Linie, wo Flugzeuge langfliegen dürfen. Und das fehlte halt. Und deswegen ging es nicht weiter. So, aber jetzt geht's weiter mit der Story. Mach dich bereit, Flüge der allgemeinen Luftfahrt landen zu lassen. Wenn du Tiere der Startbahn betreten, können sie Schäden an Flughäfen verursachen oder zu Staus auf den Rollwegen führen. Zäune deinen Flughafen ein, um dies zu vermeiden. So, und zwar muss ich da drauf. Und das da. Ist jetzt aber auch, dass die dann bauen, dass man jetzt einmal rumfahren muss. Okay, aber eingezäunt. Ah ja, Zauntore für Bauarbeiter, das wäre natürlich noch wichtig. Machen wir mal ein paar. Loslaufen. Das ist ein Maschendrahtzaun, sogar richtig. Ich booste mal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten betriebsbereiten Flughafen. Den Piloten der allgemeinen Luftfahrt gefällt dein Flughafen, aber sie machen sich Sorgen, weil es keine Betankungsdienste gibt. Beginnen wir damit, die erforderlichen Strukturen für einen einfachen Betankungsdienst zu errichten. Platziere eine Fahrzeugkontrolle, um öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen zu verbinden. Ich habe keine öffentliche Straße oder Vorfeldstraße. Okay, der hat jetzt hier scheinbar eine Straße, die bei den Flughäfen lang geht. Dann öffne die Seite, verwendet und verbindet Strukturen miteinander, die öffentlichen Straßen. Um öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen. Den Rollfeld verwendet, lässt sich mit Parkpositionen und Infrastruktur für Flugzeuge verbinden. Der gesagt, die hier. Achso. So, dann dort gedrückt und das Symbol. Mm-hmm.
Taking Off Erfolg bekommen. So, da fehlen jetzt nur noch die Türen. Ich hätte gedacht, dass das so reinpasst. Muss doch irgendwie mit einer Straße verbunden sein, oder nicht? Da heißt Bebauungsstraße, unten heißt öffentliche Straße. Müsste es doch eigentlich so sein. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das Spiel... Und das Tutorial machen es einem schon echt nicht einfach, muss man sagen. Um öffentliche Straßen und Vorfeldstraßen zu verbinden. Noch habe ich keine öffentliche Straße. Aber das ist eine Vorfeldstraße und das da wäre eine öffentliche. Aber es leuchtet halt rot, aber heißt rot, ich kann es trotzdem bauen, oder? Probieren wir mal. In keinem Wald Welteingangstunnel auszugänglich. Probieren wir mal, ob es so klappt. Neue Materialien. Platziere eine Fahrzeughalle oder einen Parkplatz für Vorfeldfahrzeuge. Eingangstunnel ist verfügbar. Das ist doch aber auch okay, muss ja nicht. So, also Flugzeug und das grüne Symbol. Fahrzeugdepot. Überdachte Parkplätze nur bis zu 20 Servicefahrzeuge. Gut, dass das gerade so auch hinhaut mit der Größe. Den Zaun habe ich gerade automatisch erstattet bekommen. Platziere ein kleines Abbaugas 100 Liter Treibstofflager und warte, bis alle Strukturen gebaut sind. Das ist das Orangene. Jetzt einen kleinen Kreisel da.
Ja, wir sind fast soweit. Da wir den Abhaugas 100 Liter Betankungsdienst anbieten können, wir müssen jetzt nur noch einen Tanklaster kaufen und einen Vertrag mit einem Treibstoffanbieter unterzeichnen. Betreibe den Betankungsdienst. Also auf Manager, Vehicles, kaufe neue Produkte wie Fahrzeuge, Systeme und Upgrades. Fjord Tanklaster. Zeit 45 Minuten, okay. Ansonsten könnte ich ein paar neue Fahrzeuge noch gebrauchen, ja. Das war so ein Dienstwagen. Verstehe. Betreibe die Mittagung. Sie muss einen Vertrag mit deinem Treibstoffanbieter. Das haben wir doch gerade gemacht. Achso, nee, wir haben nur den Dings gemacht. Also wieder auf Wirtschaft. Angebotene Verträge. Und dann jetzt ein Hersteller. Nature Full. 200.000 Liter geliefert. 1,63 pro Liter. Ah. 1,62. 1,54. Achso, das ist kein Füllmittel. Dann nehmen wir noch den 3 Sternen. Warte, bis der Treibstoffanbieter dein Treibstofflager aufgefüllt hat. Da kommt er auch schon. Aktiviere AV-Gas-Auffang auf Tankservice unter Operations. AV-Gas. Ach doch, da war's doch. Aktiviert. Tanke 5 Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt. Das passiert doch, denke ich mal, automatisch. Da sich noch Flugzeuge bewegen. Da sich noch Flugzeuge bewegen. Ich sehe keins. Ah, jetzt ja. Das wollte wohl nicht die Nacht bei mir verbringen. Ah, ich glaube hier. Lol, aber da geht es. Wie meckert er aus irgendeinem Grund? Strecke wollte ich das da. Hm, keine Ahnung. Das zweite ist. Was nicht innerhalb des Netzes ist. Hier ist es innerhalb des Netzes. Ja, stimmt, weil das ist eine normale Besucherstraße. Dann ist das hier komplett falsch positioniert. Ah, okay. Das sind die Dienstfahrzeuge, die dann die Betankung machen. Vorspulen geht aber immer noch nicht. Fliegt wieder einer weg. Und ein neuer kommt. Gucken, ob der dann auch gleich betankt wird. Ja.
5 Stück getankt. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du die Grundlagen des Flughafenbetriebs gelernt. Du kannst deine Flughafengelände ausbauen und mehr Geld verdienen, indem du die Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt abfertigst. Irgendwann könnte es auch interessant für dich werden, Passagierflugzeuge bzw. kommerzielle Flüge anzubieten. Wenn du bereit bist, klicke auf Weiter. Ziehe das Terminal-Fundament mindestens 20x15. Okay, jetzt geht's los mit dem Terminal. Und zwar Terminal. Den Platz habe ich gar nicht, dann muss ich es zu der Seite machen. Oh no, ich wollte doch das aber noch hier hin machen. Außer ich mache die Straße hier weg. Weil dann könnte ich. Aber dann komme ich nicht auf 20. Doch, wenn ich so machen würde und die Straße dafür weghaue, dann würde es klappen. Hier hat er das Terminal aber direkt davor gesetzt. Mache ich es anders. Ich reiße hier die Straße ein. Und baue sie nochmal neu. Ich hätte das vorher gewusst, aber gut, dann hätte ich das alles noch ein Stück weiter nach rechts, dann hätte das auch gepasst. So, 1 Million haben wir schon verbraucht. Was ich machen werde, ist, ich werde mir immer noch ein paar Landeplätze bauen. Und dazu brauche ich erstmal wieder so ein Rollfeld-Fundament. So, hier habe ich jetzt einen Zaun gebaut. Der müsste vorher abgerissen werden. Nee, das wäre mir jetzt zu viel Aufwand. So, platziere mindestens eine Bushaltestelle sowie ein PKW-Haltebucht und stelle sicher, dass beide an eine öffentliche Straße angeschlossen sind. Das läuft über das Autosymbol. Bushaltestelle. Autohaltebucht.
Wenn das ein Parkhaus werden soll, dann erstmal hier. Platziere ein paar Fußwege, mit denen deine Passagiere und deine Mitarbeiter zum Terminal gelangen. Ach so, jetzt habe ich direkt eine Straße. Seht das als Fußweg? So, Fußwege sind Straße und dann das Personensymbol. Ah, okay, das ist viel feinmaschiger. Aber dann mache ich hier einen Eingang, das sieht doch gut aus. Öffne das Heatmap-Fenster und sieh dir an, wo Passagiere und Angestellte entlang gehen können. Das Heatmap-Fenster, das ist das da. Der Rest ist gesperrt. Ja, aber das sieht doch eigentlich okay aus. Wobei ich, wie deaktiviere ich das wieder? Aus. Wobei ich gerne... Hier, wo die ganzen Zulieferer... kommen, da soll auch nochmal... So, irgendwas anderes. Achso, hier. Man sieht schon die Landespuren. Jetzt haben wir die grundlegenden Passagierwege konfiguriert. Und das Terminal wird bald voller Leben sein. Vorher sollten wir uns um deine zukünftigen Mitarbeiter kümmern. Deklariere einen Bereich im Terminal zu einem Personalraum. So, aber ich sehe, wir sind schon wieder bei 22 Minuten, deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder einen Break. Dann bis zum nächsten Mal.